Nicht lang schnacken. Kein Rumgedattel heute. Nee, nicht lang schnacken. Taucherflasche in den Nacken, so. Wo haben wir denn die Geoden? Der Blauwal macht mich wahnsinnig. Der ist immer hier. Immer da. Ping. Der Joe ist auch da. Lederschildkröten. Geoden suchen. Ist der Stern vielleicht das Ziel auf der Minimap da? Unten links. Oh, da liegt Müll. Ein Blauhai. Okay, gibt's Blauhaie? Hier ist zum ersten Mal gerade, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hoffentlich greift er uns nicht an. Da gibt's eine auf die Mappe. Ein paar Ressourcen einsammeln. So viel Müll. Reinigung des Ozeans. Stell dich mal hin, kann er nicht. Er kann nicht stehen. Bisschen nervös mit dem Hai im Nacken. Lime Fizz. Hä, hey, aber wo sind die Geoden? Habe ich da was übersehen? Sammle Geoden aus den Höhlen vor Ort. Geoden sind eine hilfreiche Ressource zur Herstellung fortgeschrittener Ausrüstung. Okay, Höhlen. Wir müssten doch Höhlen sein irgendwo. Hoppala. Hier eine Höhle. Nicht wirklich. Na, ja, dann müssen wir das mal ein bisschen absuchen hier. Ja. Unser Vorgarten sozusagen. Vorgarten. Wird gerade Vorgarten gesagt. Ja, manchmal verfällt man in seinen Dialekt. Geben mir ja schon Mühe, deutlich zu sprechen. Oh, ist das eine Höhle? Nee. Nee, das sieht nur so aus, oder? Eine Höhle ist es nicht, irgendein Rohr. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Wir können ja mal reingehen. Können ja mal schauen. Keine Geoden. Aber dafür Algen. Hallo? Wir nehmen die mal mit. Unichan schickt mich an die schönsten Orte. Keine Ahnung für was wir die vielleicht brauchen könnten. Auch nasse Kohle brennt, oder? Also wenn ich das jetzt noch eine Weile mache hier, dann ist das Hauptstraße okay, dann ist das Meer sauber. Mainz-Bereich, ja, das weiß ich. Wir sind doch in der Nähe von unserer Wohnung. Von unserem Apartment. Aber ich muss eine Höhle finden, wo ich 5 Geoden suchen kann.
da draußen. Ja, es ist kaltes Wasser. Es muss doch eine Höhle geben hier irgendwo. Die Breite 4 Zehen. Also ist mindestens so breit wie 4 Zehen. Ich glaube, hier ist nicht der Umbruch natürlich. Als nächstes kommt der Durchbruch dann. Ist mit der Grafik irgendwas passiert? Das sieht halt alles ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen schwummrig aus. Schwummrig, okay. Ja. Kisten. Holzkisten. Wollen wir jetzt nicht. Wir wollen Fischerboot, wollen wir auch nicht. Geoden, eine Höhle wäre, käme mir jetzt gelegen. Da ist ein Eingang, Sektor A. Nee, ich glaube nicht. Von hier. Naja, beruhig dich. Von hier sind wir doch gekommen, glaube ich. Soll ich mal an die Oberfläche schwimmen? Will das mal sehen. Da kriegen wir hier eine Lungenembolie oder wie sich das nennt. Krass. Also man erkennt nicht viel. Es ist halt dunkel. Okay, das ist cool. Aber dennoch. Geoden suchen. Da habe ich mir eine behinderte Aufgabe rausgesucht. Der alter Falter. Was haben wir denn noch? Geologische Datenbergen. Oh. Geologische Datenbergen. Dann Lebensmodul prüfen, strukturelle Abstützung. Ja. Wir kommen wohl nicht drum herum. Wird ein langer Arbeitstag, ich sehe das schon. Fühl das. Muss ja irgendwo eine Höhle sein, oder? Und von hier kommen wir, glaube ich. Unsere Gärten, unser Garten. Kruzifix, keine Höhle hier. Oder wird das auf der Minimap irgendwie gezeigt? Ich wäre aus der auch nicht richtig schlau. Da sind so ein paar Symbole. Ja, was soll ich sagen? Klapper das mal ab, würde ich meinen. Da ist eine Höhle. Das sieht gut aus. Da gehen wir doch mal rein. Vielleicht leben hier. Hier ist eine Geode sogar. Vielleicht leben hier gefährliche Raubtiere. Ich frage mich, was hier unten ist. Geoden. Eine Geode?
Noch eine. Alter, Jackpot. Vielleicht noch zwei? Ja. Jetzt kommt hier gleich irgendein übelstes Urvieh raus. Okay. Equipment. Müll. Gott, da geht's ja noch tiefer runter. Ich weiß nicht. Weitgehend intakt. Nützlich. Ach so, ne, da ist bloß so eine. Irgend so eine Gerätschaft, sondern. Keine Ahnung. Tut vielleicht Luft filtern, Wasser filtern. Wer weiß. Wir machen mal die nächste geologische Datenbergen. Vielleicht ist es gleich hier. Sieht gut aus. Was ein Zufall, oder? Ach so, da. Nee. Quatsch, hier an der Maschine, oder? Komm schon, ich hab's doch gerade gesehen. Daten sind raus. Tim, kriegst du das? Ach, ist immer noch ein Meeting. Das nächste ist ein Stück weg. Aber jetzt müssen wir mal zum Auto zurück, sonst geht mir ja dann, muss ich hier meine Luftreserven angreifen. Das sehe ich nicht, ja. Das ist dort 900 Meter, ein Kilometer fast. Da schaffen wir es noch mit der Luft. Wird nämlich, wenn wir im Auto sitzen, also im Mini-U-Boot sitzen, wird die Luft automatisch aufgetankt. Gerade so. Nehmen wir an, ja genau. Den Bereich. Läuft doch. Unser Vormittag ist doch super. Über Wasser ist halt ein unerträgliches Unwetter. Ich weiß gar nicht, in welchem Meer wir hier sind. Ich glaube, das ist in der Nordsee. Bisschen Musik wäre cool, so ein Autoradio. Oder ein Beifahrer. Okay, das wird sicherlich auch wieder eine Höhle sein. Ja. Ist eine Höhle hier? Bissel. Okay. Das sind wir schon da. Das letzte Stück können wir laufen.
ist es auch schon. Ah, ist ja ein Haufen Schrott. Ach nee, hä? Schmugglerhölle, ich will hier nicht mit dem U-Boot rein, ich zerstöre da bloß alles. Ja, da haben wir wieder so ein Computerding. Gibt's überall Geoden, aber ich muss ja nicht alle mitnehmen. Daten intakt. Übertrage. Das sollte alles sein. Weiter geht's. Okay, ich gehe mal schnell wieder raus. Wegen der Atemluft. Aber schön gemacht hier so mit den Höhlen und so. Ja, gefällt mir. Das einzige. Ja, ich rufe ihn jetzt an. Stan. Bin da. Neuer Auftrag. Die Oberen wollen nicht, dass der Sturm ihnen die Bilanz versaut. Aber laut Vorschrift darf die Raffinerie bei Gefahr nicht laufen. Also erhöhen wir die Förderung, bis der Sturm da ist. Maximale Auslastung. Nein, Tim. Schlechte Idee. Der Druck allein wird... Ich weiß. Aber Befehl ist Befehl. Ich kann nichts machen. Geh einfach zur Raffinerie. Ich erkläre dir das Verfahren. Okay, da haben wir wieder einen Auftrag, der scheinbar nicht so gut ankommt. Stan, entschuldige das. Ich wollte nicht. Wie geht es dir? So ganz allgemein. Gut. Gut. Denke ich. Bin aktiv. Das hilft. Es hilft. Wie lang ist es jetzt her, seit... Also, seit... Seit Pearl. 3 Jahre. 2 Monate und 17 Tage. Es tut mir so leid. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für Eltern sein muss. Und Emma ist sie. Emma ist Emma. Zäh. Weißt du, ich mochte das schon immer. Weißt du noch, als du und Dad sie trafen? Ihr wart so eng miteinander. Erinnere mich nicht dran. Sie trank euch beide unter den Tisch. Weißt du noch? Tja, aber wir waren 5 Runden voraus. Gute Zeiten. Mir fehlt das. Na gut. Dann zurück an die Arbeit. Ja. Ich glaube, da gibt es so einiges aufzuarbeiten. So. Ja, die Herrschaften aus dem Vorstand, die möchten halt die Fördermengen erhöhen. Ist eh klar, die müssen ja ihren Arsch nicht riskieren hier. Viele Parkplätze immerhin. Tim, ich bin bei der Raffinerie. Gut, der Wartungseingang ist hinten. Alles klar. Showtime. Danke. Ja, hier ist halt ein Haufen Schrott im Weg. Schwer.
Hier geht's auf keinen Fall lang. Er sagte ja hinten. Aber warum parken wir dann vorn? Weiß nicht, ob ich jetzt alles einsammeln soll. Also ich übertreib's mal nicht damit. Gibt ja Leute, die das machen. Autsch. Das, was geht, sammle ich ein. Okay, abgemacht. Gummistiefel, Handschuh, Alter, die hauen ja jeden Dreck rein. Ein Reparaturset. Ha, schaut mich, wer das hier liegen lassen hat. Keine Ahnung, aber können wir immer gebrauchen. Eine Luftampulle nehmen wir auch mit. Okay, es ist nur ein Routinejob, der seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr gemacht wurde. Wie kommst du denn da auf Routine, wenn du bloß alle 10 Jahre den Scheiß machst? Tim, ich bin da. Na gut, wir müssen den Druck in den Rohren erhöhen, um den Durchfluss zu steigern. Aber mehr Druck bedeutet, naja, mehr Druck. Zum Glück gibt es ein Kühlsystem, das dafür sorgt, dass alles schön rund läuft. Geh durch zum Hauptverteiler und dann fangen wir an. Mehr Druck bedeutet mehr Druck. Okay. Nehmen wir mit. Extra Sauerstoff. Fantastisch. Kann man nie genug haben in so einer lebensfeindlichen Umgebung für Menschen. Sind wir schon hier? Ich gehe runter. Alles klar, es sollte durchs Hauptrohr hochkommen. Du wirst es sofort sehen. Ich glaube, irgendwas geht schief. Hab da so eine Vorahnung. Tim? Hm. Kleines Problem hier. Ah, verdammt. Ah, beim Zentralaufzug leuchtet es rot. Was hast du gemacht? Nichts. Abgesehen davon, dass ich den Hebel für abwärts gezogen habe. Verdammtes Ding. Der Wartungsdienst sagte mir, jemand hätte... Gut, kein Problem. Dann musst du hinschwimmen. Ah, ist ja toll. $1000 Rohöl hier jede Sekunde durchrauschen? Ich definitiv nicht, aber es ist mehr als du oder ich jemals sehen werden. Das ist krass. Ha, das ist es. Okay, jetzt geh zu den Druckventilen und leg einen Zahn zu. Sie sollten jetzt auf deinem Sonar auftauchen. Druckventile? Turbinen. Okay, Turbine 1. Was muss ich denn mal machen? Ich war doch gerade dran. Okay.
schau mal bei der hier. Soweit dazu. Wahrscheinlich müssen wir die alle aktivieren. Ausgangsleistung der Turbinen erhöhen. Okay, irgendwas mache ich hier gerade falsch. Da tritt was aus. Das wird uns sicherlich um die Ohren fliegen. Okay. Warte mal. Ach ja. Nein, da fehlt was. Erstes Ventil. Müssen alle drei oben sein, oder? Die grünen. Kann ja eine Weile dauern. Ich drehe mein Ding hier. Müssen wir kurz lüfteln. So. Es wurde aber auch Zeit. Irgendwie kriege ich nicht alle zusammen hoch, oder? Runter schon, aber hoch nicht. Es lässt mich hart verzweifeln. Ja, ich schau mal. Schau mal bei den anderen, vielleicht muss man die nacheinander auslösen. Bisschen Luft haben wir ja noch hier. Da läuft überall was aus. Ich glaube, noch mehr Druck ist nicht so gesund für die Anlage. Achso, die sind ganz unten. Wahrscheinlich reicht die Mitte auch schon. Das Vollgas. Da ist wohl noch mehr. Ja, das kann ein paar Stunden dauern. Ich stelle mich gerade zu blöd an. Hier haben wir noch ein bisschen Luft. Werd mal brauchen, wie es ausschaut. Recycling ist immer gut. Kriegt die nicht alle drei hoch bei der?